An welcher Stelle der Aufarbeitung der Pandemie befinden wir uns eigentlich gerade? Also mein Eindruck war, wir haben schon eine ganze Menge, es sind schon eine ganze Menge Lehren aus gelungenen oder nicht so gelungenen aus der Pandemiezeit gezogen worden. Ich glaube, es gibt so ein oder zwei Aufarbeitungen. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ein bisschen ist schon geguckt worden, welche Maßnahmen haben aus medizinischer oder meinetwegen vielleicht auch gesellschaftspolitischer Sicht was gebracht oder eben nicht. Was würde man wieder machen oder eben nicht. Mhm. Insofern, glaube ich, ist schon einiges an Aufarbeitung geschehen. Aber offenkundig gibt es das Gefühl, es ist noch nicht genug und wir müssen alles noch mal diskutieren. Es gibt diesen Satz von Frau Göring-Eckardt, die sagt, ich habe das vorhin zitiert, wie mit der Pandemie heute noch Stimmung gegen unsere Demokratie gemacht wird, das besorgt mich. Teilen Sie diese Befürchtung? Bevor wir Sie gleich fragen, wie sie das genau meint, weil es ist sehr interessant. Vielleicht sollten wir Sie das zuerst fragen. Ja, oder so. Nein, ich glaube, es gibt einen Teil in der Bevölkerung, ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Ich glaube, er ist auf gar keinen Fall die Hälfte, es ist viel, viel weniger. Die werden Sie mit keiner Aufarbeitung, die das Wort und den Namen verdient, befrieden bzw. versöhnen können mit dem, was diese Menschen als das System begreifen. Diese Menschen wollen ein umfassendes, 150-prozentiges Schuldeingeständnis jedweder aller Politiker und aller Journalisten, dass alles schiefgelaufen ist. Wenn es das nicht gibt, wird es nicht genug sein für diese kleine, wie ich glaube, aber sehr lautstarke Gruppe. Frau Göring-Eckardt, dieser Satz, wie mit der Pandemie noch heute Stimmung gegen unsere Demokratie gemacht wird, besorgt mich. Wie meinen Sie das? Naja, auf der einen Seite, nee, nicht auf der einen Seite. Es ist völlig klar, wir müssen weiterhin Lehren aus der Pandemie ziehen, aus dem Umgang damit, wie wir parlamentarisch, politisch agiert haben, wie die Wissenschaft agiert hat, was es für wirtschaftliche Folgen hatte, alles das. Ich habe in diesem gleichen Statement auch gesagt, die allermeisten, die damals gehandelt haben, haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und mit dem, Sie haben gesagt, es war nicht alles falsch. Es war nicht alles falsch, es war nicht alles richtig, was da umgesetzt und verlangt worden ist. Das klingt total banal, aber so ist es halt. Und wir wussten auch zu jeder Zeit, dass wir nicht alles richtig machen werden. Und Jens Spahn hat ja dann in einer sehr bemerkenswerten Rede auch gesagt, wir werden uns viel zu verzeihen haben. Und ich habe, glaube ich, in der Antwort darauf im Deutschen Bundestag gesagt, ja, und hoffentlich ziehen wir auch Schlüsse daraus. Was ich damit meine, ist, es wird die Leute geben, das sind vielleicht die gleichen, die Herr Blume beschreibt, die eigentlich nur Stimmung gegen die Demokratie machen wollen und das auf der Folie von Corona machen. Was wir, glaube ich, brauchen, ist, dass wir alle uns noch mal hinsetzen und genau anschauen, wer sind eigentlich die Akteure gewesen? Was hat das gesellschaftlich gemacht? Was ist mit dem Gesundheitswesen passiert? Auch da gibt es ja schon sehr viel Aufarbeitung im Sinne von Schlussfolgerungen ziehen mit der Wissenschaft, aber eben auch politisch. Und dafür gibt es ein paar Instrumente, über die man dann gerne diskutieren kann. Haben Sie die Aufregung irritiert um diesen Satz verstanden? Jeder Satz, den ich zu Corona sage, egal, also ich könnte auch sagen, hat es gar nicht gegeben oder weiß ich, gibt es immer, würde ich auch nicht sagen, klar. Ich glaube, jeder Satz, den ich zu Corona sage, hat eine ähnliche Welle. Können Sie das verstehen? Natürlich kann ich verstehen. Anders, haben wir wirklich als Gesellschaft begriffen, was das eigentlich wirklich war und was das mit dem Land auch gemacht hat? Wenn wir so einen Satz sagen wie, es war nicht alles falsch, aber es war nicht alles richtig, es tut so ein bisschen, also jeder hat so ein bisschen Dreck am Stecken, ist alles gar nicht so wild und jetzt entspannt euch alle mal wieder. Nein, ich habe nicht aber gesagt, ist das der Grund, warum euch? Die Leute, nein, das habe ich nicht, ich interpretiere ich jetzt so, klingt das? Ich habe es auch nicht in dem Tonfall gemeint, sondern ich habe gesagt... Nein, aber Sie haben im nächsten Atemzug direkt davor gewarnt, haben gesagt, aber bitte, bevor wir jetzt hier wirklich aufarbeiten und kritisch darüber reden, wir sollten nicht jetzt hier diese Aufarbeitung dazu missbrauchen, um Stimmung Leute und so weiter zu machen. Wir sollten das aufarbeiten, worum es geht. Nämlich die gesellschaftlichen Brüche, was hat es für ökonomische Konsequenzen? Ich habe irgendwie damals viel mit Kulturschaffenden, mit Unternehmern geredet, die total verzweifelt waren, dann Hilfe bekommen haben. Immer noch verzweifelt sind. Zum Teil immer noch verzweifelt sind. Ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen geredet, mit Lehrerinnen und Lehrern. Und das alles ist natürlich ein tiefer Grund
das aufzuarbeiten. Und politisch kann ich nur sagen, das meinte ich ganz in Bezug auf zum Beispiel mich selber. Ja? Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun, aber trotz irgendwie, ich hatte irgendwie dann das Gefühl, ich bin Expertin, wie ich niemals Expertin sein möchte für irgendein Thema. Und trotzdem wusste ich in jedem Augenblick, ich werde auch Dinge falsch machen. Herr Strick, wenn Sie so einen Satz hören, ich weiß, Sie gehören zu denen, die schon sehr, sehr früh gesagt haben, ich glaube auch in einer Expertenrunde, wir müssen das aufarbeiten. Und zwar ganz ernsthaft und wir müssen uns auch darüber streiten. Ja. Und wir müssen hart diskutieren. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so einen Satz hören? Naja, ich denke, erstmal so eine Aufarbeitung steht ja einer Demokratie gut zu Gesicht, dass man das macht und auch darüber redet, ganz offen darüber redet, ohne dass gleich eine rosarote Brille aufgesetzt wird, unter die man das sich anschauen muss. Weil Wissenschaft kennt ja eigentlich nur einen Weg, eine Wahrheit. Und da muss man auch komplett offen diskutieren. Und ich glaube, das Hauptproblem, was wir mit der Corona-Pandemie haben, ist, dass, das sieht man ja dann auch mit dem RKI-Protokollen, dass damals gesagt wurde, das ist der einzige richtige Weg. Die Wissenschaft sagt, so geht man weiter vor. Und das, aber es war gar nicht so. Es war gar nicht so, dass das so ein klarer Weg ist. Aber daraufhin alle, die irgendwie mal eine Kritik geäußert haben oder mal Ja, aber gesagt haben, die wurden dann gleich als unwissenschaftlich dargestellt, in eine Ecke gestellt, vielleicht aber auch diskreditiert. Es gab Häme, es gab zum Teil sogar Hetze. Und jetzt können wir nicht im Nachhinein einfach sagen, dass das alles gar nicht so schlimm gewesen ist, weil man auf dieser Basis, auf diesen wissenschaftlichen Aussagen oder vermeintlichen klaren Linien wurden ja kommunal, regional zum Teil absurdeste Regeln eingeführt. Bratwürste durften an Geimpfte nicht, Ungeimpfte nicht mehr abgegeben werden. Parkbankverbote in München, jetzt lachen wir aber darüber. Ich weiß, und es ist aber etwas, wo Leute sich wirklich, wirklich verletzt wurden und wirklich hart angegangen wurden. Und darum müssen wir über diese Zeit auch reden und ein Verständnis dafür finden, warum oder wieso solche Entscheidungen am Ende getroffen wurden, gerade im Namen der Wissenschaft, was ja, wie die RKI-Protokolle ja sagen, eigentlich gar nicht im Namen der Wissenschaft unbedingt ist. So, und jetzt gehen wir hin und versuchen, das aufzuarbeiten. Und das Erste, was sozusagen dann an die Öffentlichkeit kommt, sind ein Haufen RKI-Dokumente, über 2000 Seiten. Und dann große Überraschung, viele Teile, erstaunlich viele Teile, so großflächig geschwärzt, dass das Argument, da handelt es sich ausschließlich um ein paar Mitarbeiter, die nicht öffentlich werden sollen und so weiter, schnell obsolet ist, weil so lange Namen haben Menschen in aller Regel gar nicht. Was wurde denn da geschwärzt? Sogar Ihre Heinsberg-Studie, stimmt es, dass auch die geschwärzt worden ist? Also das nehme ich an, zu dem Zeitpunkt, wo Heinsberg eben akut war, dann stand nur Heinsberg und dann seitenlange Schwärzungen dazu. Ich weiß natürlich auch nicht, was hinter den Schwärzungen steckt. Und das finde ich kommunikativ auch wirklich schwierig, dass man hätte da gleich transparent nach vorne gehen sollen. Warum? Mit welcher Begründung könnte Ihre Heinsberg-Studie geschwärzt sein? Also ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass da Anwaltskanzleien drüber gesessen haben, Rechtsanwälte und gesagt haben, okay, das ist eine Studie, da wissen wir nicht, ob das schon veröffentlicht ist oder nicht. Und jetzt schwärzen wir erstmal. Better safe than sorry. Also ist man eigentlich einfach durchgegangen und hat dann seitenlang geschwärzt. Sie sind Hendrik Streeck. Ja. Haben Sie da mal jemanden angerufen und gesagt, sag mal, was habt ihr da geschwärzt zum Thema Heinsberg? Nein. Habe ich nicht. Aber Sie hätten, die Nummer von Herrn Lauterbach haben Sie doch. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht nachgeforscht, was da genau geschwärzt wurde. Ich weiß auch gar nicht, ob man mir das sagen würde, weil es sind ja interne Protokolle vom Robert-Koch-Institut. Aber das, ich glaube, generell haben wir ja in der Pandemie dieses Misstrauen in die Regierung hat sich einfach noch verstärkt. Und gerade in so einem Fall müsste man viel transparenter sein und gerade mit Transparenz nach vorne gehen, um da auch wieder ein Stück weit Vertrauen aufzubauen. Weil ich für meinen Teil muss sagen, dass mich die RKI-Files, also die Protokolle, wirklich auch beruhigt haben. Weil ich dachte, da ist eine Behörde, die diskutiert hier ergebnisoffen und die diskutiert hier in alle Richtungen. Und was vermeintlich so eine klare Linie aus der Politik war, liest man in den RKI-Files gar nicht. Und das fand ich eigentlich beruhigend. Und ich hätte mir viel mehr gewünscht eigentlich im Nachhinein in der Pandemie, dass das Robert-Koch-Institut da vielleicht auch so eine Moderatorenrolle einnimmt und sagt, wir haben jetzt diese verschiedenen Standpunkte abgewogen, aber wir sind zu dem und dem Schluss gekommen. Also
kommunikativ hätten die viel mehr nach vorne gehen können. Weil so schlimm finde ich das bisher nicht, was ich da lese, aber die Schwärzung. Das heißt, Sie sagen, im Grunde haben die genauso diskutiert wie wir hier auch. Ja. In der Pandemie. Wie in 500 anderen Talkshows während der Pandemie doch auch. Ja, das war ja auch öffentlich. Also es ist ja nicht so, dass das RKI hinter verschlossenen Türen was diskutiert hat, dann irgendwas festgelegt hat oder die Bundesregierung hat es dann quasi und die Wissenschaft sagt und dann war Frieden im Karton oder Ruhe. Also da habe ich echt eine andere Erinnerung. Ich weiß, dass wir, ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden von Sendungen vollgemacht haben mit der Debatte um die einzelnen Maßnahmen, mit dem Widerstreit zweier, vielleicht mehrerer wissenschaftlicher Anführung Lager. Eines haben Sie prominent vertreten und der Drosten vielleicht ein anderes. Also das ist, dass Stimmen, die divergierende Stimmen vom jeweiligen Mainstream divergierende Stimmen mundtot gemacht worden sind. Mundtot gemacht wurde. Aber ich glaube, es wurde sehr schnell gesagt, es gibt diese eine einzelne wissenschaftliche Einstellung, wie man mit dieser Pandemie, mit diesen Maßnahmen umgeht. Und diese verschiedenen anderen Stimmen, das geht gar nicht unbedingt um meine Äußerungen, sondern dabei, dass zum Beispiel Kinderärzte sehr früh gewarnt haben, macht die Schulen nicht zu. Ja. Das war im Frühjahr 2020. Gab es einen Brief von den Deutschen Gesellschaft für Kinderärzten. Die haben gewarnt davor. Trotz allem hieß es, es wäre das Beste, das zu machen. Das ist aber ein Unterschied, finde ich. Die Kinderärzte haben gewarnt. Andere Wissenschaftler haben gesagt, naja doch, das könnte die Infektionsbrücke sein. Und ich bin wirklich kein Arzt und ich kann das echt nicht beurteilen. Aber es gab unterschiedliche, wie soll man sagen, Einschätzungen, vielleicht auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln, mit einer unterschiedlichen jeweiligen Zumessung von Bedeutung für die einzelnen Folgen, für die Kinder oder für die Gesellschaft insgesamt. Und dann hat die Politik gesagt, wir machen es jetzt so. Ja, und genau. Und das ist doch irgendwie, das war auch glaube ich jetzt, und wenn es schiefgelaufen ist, und bei den Schulschließungen ist es schiefgelaufen, gar keine Frage, hat die Politik, wenn man so will, eine Entscheidung getroffen und dafür ist sie letztlich da. Aber erstens dafür brauchen wir ja die Aufarbeitung. Und zweitens ist ja das Gute, dass in den Protokollen genau sowas eigentlich auch drinsteht in der Diskussion. Das, was man lesen kann. Und da würde man sich in der Zukunft als eine Lehre für mich wünschen, dass das RKI noch eine stärkere Rolle bekommt, diese Moderationsrolle auch gegenüber der Politik einzunehmen. Also ich war ja damals in der Opposition, ja, und die Frage, mit wem konnte man eigentlich vom RKI reden oder nicht, hat mich als Abgeordnete sehr beschäftigt, weil das war nämlich klar, das war nicht möglich, sondern man konnte nur politisch miteinander diskutieren. Die Ministerpräsidenten haben sich getroffen. Dieses Instrument der Ministerpräsidentenkonferenz ist erstmal in unserer Verfassung gar nicht vorgesehen. Jeder hatte von denen aber auch noch einen eigenen kleinen Experten- und Expertinnenrat und die Frage, auf wen wird eigentlich gehört, wer ist wie laut, wie geht es mit der Kommunikation, ja, worüber reden wir eigentlich, kriegen die Leute irgendwie ungefiltert alle Informationen, suchen die sich im Netz zusammen oder redet man mal darüber, wie ist was nachvollziehbar, das war viel zu wenig da, es wurde viel zu wenig interdisziplinär gearbeitet beispielsweise, ja, also Lehrerinnen und Lehrer, gleichzeitig haben wir das auch alle erlebt. Also wir saßen ja zu Hause und bei mir waren es die Enkelkinder und bei anderen waren es die Kinder, die dann auch mit durch den Bildschirm gelaufen sind, wenn wir Zoom-Konferenzen hatten und versucht haben, miteinander irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Alles das, finde ich, ist sowohl gesellschaftlich wie politisch wie wahrscheinlich auch in der Wissenschaft aufzuarbeiten. Ich bin wirklich vehement dafür, das zu tun. Die Frage ist nur, machen wir das mit einem Blame-Game oder machen wir das wirklich mit hoher Ernsthaftigkeit? Also, und ich finde, einmal kurz, es gibt ein Instrument, ich habe in den letzten Tagen noch mal intensiver drüber nachgedacht, es gibt ein Instrument, was wir gerade neu lernen, das ist der Bürgerrat. Der hat nämlich alles. Der hat die Politik als Beteiligte, der hat die Bürgerinnen und Bürger und hat die Expertinnen und Experten. Und weil Sie ja so ein bisschen über meinen Satz sich gewundert haben, ich glaube, das wäre ein Instrument, wo man sagt, da macht man es wirklich gründlich. Es gab ja die, die angemacht worden sind, weil sie nicht geimpft waren. Es gab auch Leute, die mir Hundekot in den Briefkasten getan haben, weil ich irgendwelche Corona-Maßnahmen mit zu verantworten hatte aus der Opposition heraus, wie auch immer. Also es ging ja wirklich in beide Richtungen. Und wenn man es befrieden will, dann sollten wir nicht versuchen, es irgendwie auf allen möglichen einzelnen Veranstaltungen zu machen, sondern vielleicht ist es viel sinnvoller, das mal in so eine
Institutionen gemeinsam zu tun, nachdem wir die Enquete-Kommission, das würde ich auch sagen, die haben wir ein bisschen verpasst. Das hätten wir Anfang der Legislaturperiode machen müssen, sonst zieht sich das viel zu lange wieder hin. Herr Streeck, was würden Sie sagen, ist dieses, weil das ist schon der entscheidende Punkt, glaube ich, und wir sollten auch nicht so drüber hinweggehen, das Zusammenspiel aus Politik und Medien. Sie haben einerseits gelobt, wie ergebnisoffen und auch wie unterschiedlich im Robert-Koch-Institut diskutiert wurde. Im Grunde so, wie wir es hier in der Sendung auch gemacht haben. Und Nikolaus Blome sagte, ja, das wurde doch überall so gemacht und verschiedene Meinungen wurden gehört und so weiter. Ich würde fragen, ist es nicht eher andersrum, dass es bei vielen da draußen das Gefühl gibt, die steckten irgendwann alle gemeinsam unter einer Decke? Die Politik, die Medien und jeder, der sich sozusagen dagegen gestellt hat, kriegte ganz schnell ein Problem. Ich rede von einem Gefühl, von einer Emotion. Würden Sie sagen, das war so? Dann gab es die Galgen. Bitte? Dann gab es die Galgen. Es gab die Galgen, es gab eine harte Reaktion darauf. Ich erinnere mich daran, wir beide haben uns darüber mal ausgetauscht. Sie sagten, es gab zum Beispiel ausgerechnet im Jugendorgan, in der Bravo, gab es zum Beispiel eine Expertin, Dr. Sommerteam, ja, kennen wir alle aus anderen Zusammenhängen. Ja. Die sagten, Impfung, entweder du entscheidest dich für die Impfung oder du entscheidest dich für den Tod. Genau. Ja. Und Sie sagen, das steht so ein bisschen dafür, wie unglaublich einseitig damals auch dann die mediale Meinung war, der mediale Diskurs war. Ist das ein Vorwurf, den Sie erheben würden? Ja, ich glaube, wir brauchen auf vielen verschiedenen Ebenen Aufarbeitung. Und es würde, glaube ich, dem Wissenschaftsjournalismus ganz besonders auch gut zu Gesicht stehen, auch dann noch mal in sich zu gehen, bei einigen mehr, bei anderen weniger, um zu schauen, wie haben wir eigentlich in dieser Zeit berichtet. Also das geht aber auch, ich will jetzt keine öffentlich-rechtlichen Schelte machen, aber es war zum Beispiel auch bei den Tagesthemen eine ganze Strecke lang nur No-Covid-Experten. Und da fragt man sich, wo ist denn die Meinungsvielfalt dabei? Ja. Aber ich sehe es ganz genauso. Wir dürfen hier kein Blame Game haben. Es darf nicht sein, dass einzelne Schuldzuweisungen entstehen. Aber ich glaube, wir haben hier eine einmalige Chance. Wir haben eine Krise, die innerhalb von 3 Jahren beendet wurde in Deutschland. Nein. Und wir können unser Playbook, wie wir mit so einer Krise umgehen, neu schreiben. Und wir haben ein Spannungsfeld von Regierung, Wissenschaft und Öffentlichkeit oder Medien, was neu definiert werden muss. Wie sollen die drei miteinander interagieren? Wie soll Experten oder wissenschaftliche Beratung stattfinden? Und da ist die Krise, die Corona-Pandemie in meinen Augen ein Proxy, also ein Stellvertreter dafür, für zukünftige Krisen. Wir werden immer wieder Experten anfragen, ob für Klima, Gesundheit, Wirtschaft. Und wie soll dieses Spannungsfeld eigentlich funktionieren? Weil ein Experten für seine Meinung findet man immer. Da bin ich total bei Ihnen. Ich möchte nur eins an dieser Stelle, weil es sehr viele Menschen betrifft. Das ist nicht für alle vorbei. Es gibt die Menschen, die unter Long-Covid leiden. Wahrscheinlich sind es irgendwie so 2,5 Millionen in Deutschland und 500.000 sehr, sehr schwer. Wir haben nicht ganz genaue gute Zahlen dazu, die bis heute diese Pandemie, diese Krankheit nicht überstanden haben, die auch heute noch Sorge davor haben, was passiert, wenn sie wieder erkranken oder jemand aus der Familie. Und ich finde, wir sollten nicht einmal sagen, alles vorbei, jetzt arbeiten wir auf, sondern Sie haben das, glaube ich, nicht so gemeint, aber ich finde, die sollten wir einmal noch hier in den Raum holen, weil diese Menschen bis heute hart leiden. Und die waren für mich auch in dieser Pandemiezeit wirklich eine wichtige Bevölkerungsgruppe, weil für die war es nämlich nicht egal, ob jemand geimpft ist und ob man eine leichte Erkrankung kriegt, sondern für die hieß das sehr, sehr viel mehr. Die haben wirklich Angst vorm Tod gehabt. Die haben wirklich Angst davor gehabt, was ist mit den sogenannten Vulnerablen, besonders Empfindlichen. Und die sollten wir nicht vergessen. Aber zum Thema, weil Sie es gerade angesprochen haben, Frau Göring-Eckardt, Impfen, Impfpflicht, die dann auch lange und sehr hart diskutiert worden ist. Würden Sie sagen, da haben wir wirklich definitiv Fehler gemacht? Auch die Art und Weise, wie wir Leute ausgegrenzt haben, die sich nicht impfen lassen wollten. Ich war sehr überzeugt davon, muss ich sagen. Sie haben ja meine Rede da auch eingeblendet. Und es ist aber genau diese Frage, wie geht man eigentlich mit einer Minderheit, die besonders empfindlich ist, um? Und natürlich war es Quatsch zu sagen, Bratwurst, ne? So, wenn man draußen an Bratwurststand geht. Aber trotzdem ist ja die Frage, kann man wenigstens diese Maskenpflicht in bestimmten Situationen, wenn man hochinfektiös ist, durchsetzen, ja oder nein? Und bei dem Impfen haben wir, glaube ich, überzogen, würde ich auch heute sagen, weil wir übrigens nicht genügend darüber geredet haben, was es eigentlich bedeutet.
weil wir gesagt haben, das ist jetzt auch noch eine Maßnahme, die ergreifen wir jetzt und Punkt aus Ende. Und haben nicht, was uns zum Beispiel, weiß nicht, Conny Beetsch empfohlen hat, eine Kampagne gemacht, wie cool das ist mit dem Impfen und was, wofür das gut sein kann und dass das helfen kann. Das hätten wir jemanden wirklich zu motivieren anders machen. Ist ja ich sage jetzt auch immer wir, weil ich zwar in der Opposition war, aber immer gesagt habe, lass uns mit überlegen, was finden wir sinnvoll und was finden wir nicht sinnvoll. Und auch so handeln. Sie haben das ja eben mit zwei oder mit Long-Covid auf die individuelle Ebene gehoben. Aber da könnte man auch genauso sagen, dass das, also ich werde es nie vergessen, wie ich einen Anruf plötzlich bei mir hatte von einer Frau, deren Mutter schwerste Hirnvenenthrombosen hatte und sie richtig Angst hatte, sich impfen zu lassen. Das sind Einzelfälle gewesen, aber auch vielleicht eine Minderheit. Aber trotz allem, in meinen Augen, also wo ich dann als Arzt argumentiere, geht es darum, auch denen Menschen irgendwie wieder eine Aufarbeitung zu geben, dass wir über diese Punkte auch reden. Das heißt, die Mutter hatte die Thrombose und die Tochter wollte sich nicht impfen lassen. Aber war dann eine Impfgegnerin in dem Sinne, hatte Angst vor der Impfung, zugegebenermaßen wahrscheinlich aus gutem Grund. Das heißt, eine Impfpflicht hätte für sie bedeutet, sich impfen lassen zu müssen. Nee, genau. Hätte es eigentlich nicht bedeutet, weil man hätte gesagt, sie muss das nicht machen aus gesundheitlichen Gründen. Es ging ja nicht darum, jeden zu zwingen, sondern auch zu sagen, wer das nicht tun kann, weil er bestimmte Voraussetzungen hat, gesundheitlicher Art, muss das nicht tun. Aber dass sie Angst hatte davor, ist ja was anderes. Ja. Das ist ja nicht auf der sachlichen Ebene dann so. Nein, genau, aber das sind doch auch Gründe, warum Leute sich nicht impfen lassen wollten. Darüber wollte ich reden. Das ist nicht nur eine sture Minderheit gewesen, sondern es gab Leute, die einfach auch genau, Gründe und denen hatten. Haben wir aber auch gesagt, das müsst ihr gar nicht, weil ihr habt eine gesundheitliche Einschränkung. Das Gefühl war ein anderes. Genau. Herr Blume, wie haben Sie das damals wahrgenommen? Ich weiß noch, das fand ich in der Berichterstattung dann schon echt schwierig. Ich hatte hier reihenweise Leute immer wieder sitzen vor der Bundestagswahl, die unter anderem auch mit Verweis auf die deutsche Geschichte immer wieder sagten, nee, also Impfpflicht auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht, das ist nicht gut konnotiert, gerade in der deutschen Geschichte. Das machen wir auf gar keinen Fall. Dann kam die Bundestagswahl und wenig später saßen dieselben Leute hier und sagten, also jetzt geht es leider nicht anders, die Situation hat sich verändert, wir brauchen eine Impfpflicht. Und ich dachte immer, wie kann man so etwas machen? Also das verspielt das letzte bisschen Glaubwürdigkeit. Bis hin, was nicht Olaf Scholz, der sagte, eine Impfpflicht wird es mit mir nicht geben. Ob das Olaf Scholz war, weiß ich. Ich glaube, Olaf Scholz hatte nie eine Meinung. Zumindest hat er sich nie als Bundeskanzler getraut, sie zu äußern, sondern immer nur als Kandidat vorher. Ja, also bin ich überfragt. Aber es gab genügend Politiker, haben Sie völlig recht, die vorher sagten, auf gar keinen Fall, kommt mit mir gar nicht in die Tüte. Und die es dann doch wollten, habe ich für einen schweren Fehler gehalten. Aber ehrlich gesagt, möglicherweise andersrum als Sie. Weil ich dachte, es ist viel klüger, von Anfang an, noch so ungefähr bevor der Impfstoff da ist, darüber zu reden, ob Impfpflicht ein Weg aus der Pandemie sein kann oder auch vielleicht definitiv ist. Bei den Masern haben wir es ja gemacht. Und nur um den einen Satz zu machen, darüber ist von Anfang an sehr streitig diskutiert worden und eben nicht bei allen Medien gleich. Sondern es hat sich auch da ein ganz buntes Konzert zum Beispiel an diesem zentralen Punkt aufgemacht. Die einen dafür, die anderen ein bisschen, die Dritten für eine Gruppe und die anderen gar nicht. Und das war in den Medien, jetzt würde Sie nicht wundern, dass ich die Medien auch pauschal verteile, inklusive der öffentlich-rechtlichen Kollegen, neben manchen vielen Fehlern, die passiert sind. Aber es ist breit diskutiert worden, zum Beispiel die Impfpflicht. Und zwar von Anfang an so ungefähr, sobald ein Impfstoff in Sicht war. Und ich habe von einem Kollegen damals einen schönen Satz gelernt, nicht alles, was Sie nicht gelesen haben, habe ich nicht geschrieben. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch sehr, sehr selektiv wahrgenommen worden. Das ist wahr. Ich würde dennoch gerne einen Satz von Ihnen rausnehmen, Herr Blume. Das dachte ich mir. Ja, interessanter Satz, weil es geht um den Sound. Ich hingegen, haben Sie damals geschrieben, am 7.12.2020, ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für alle jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Und dann der Nachsatz, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf Sie zeigen. Das war natürlich ein Meinungsstück, da waren Sie damals noch beim Spiegel. Und in einem Meinungsstück kann man sowas auch schreiben, aber dennoch, mögen Sie den Satz so heute noch mal schreiben? Also gut, die lustige Antwort ist, ich würde nicht bei mir selber abschreiben, darum würde ich ihn wahrscheinlich nicht ein zweites Mal schreiben. Aber worum ging es damals? Und der Satz, der hängt mir nach. Also der kommt immer wieder, wenn es um Impfdebatten oder überhaupt über Corona geht und ich mich dazu äußere, kriege ich den sofort im Netz zu sehen.
Fällen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber, okay. Bitte? Ja, das geht jetzt in dieser Sekunde ab. Können Sie sich die Uhr nachstellen. Auch okay. Worum ging es? Es ging um die Frage, baut eine Gruppe in der Gesellschaft einen gesellschaftlichen Druck auf eine andere Gruppe auf? Das passiert hier jedes Mal. Das passiert, wenn 100.000 Menschen auf die Straße gehen, für die Demokratie demonstrieren und in Wahrheit Druck auf die Anhänger der AfD ausüben möchten, doch bitte dieses nicht zu wählen. Das passiert, wenn Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, die Boomer haben uns in den Dreck geritten, die Boomer mögen jetzt bitte mal die Klappe halten und abtreten. Wir möchten das hier für uns jetzt hier regeln, damit wir auf diesem Planeten überleben können. Das ist eine politische Auseinandersetzung, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung und so habe ich diesen Satz gemeint und hoffe und glaube auch, dass die Mehrheit ihn so verstanden hat. Nämlich, da redet eine Gruppe mit der anderen, und zwar egal, wie groß diese beiden Gruppen sind, und die eine macht, versucht, Druck zu machen auf die andere, dem eigenen Beispiel zu folgen. Und ich fand immer noch, ist außerordentlich schlüssig, ohne, wie gesagt, Virologe oder Arzt oder Experte zu sein, schlüssig zu sagen, je mehr Leute sich umso schneller impfen lassen, desto geringer wird die Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und zwar unabhängig von der Frage, ob man mit einer Impfung noch andere anstecken kann oder nur, in Anführungsstrichen, sich selbst schützt. Und das war doch immer der Dreh- und Angelpunkt. Und die Impfung hätte früher kommen müssen, der Impfstoff hätte früher beschafft werden müssen, schneller verimpft werden müssen, als es unserem verdammt noch eins trägen System dann nachher der Fall war, in 16 verschiedenen Ländern, nach 16 verschiedenen unterschiedlichen Varianten des Verimpfens. Und ja, ich würde sagen, Druck auf die andere Seite, auf die freiwillig von Gegenimpfung eingestellten. Ja, ich will, das ist legitim. So. Deswegen war es so wichtig, ich will Ihnen gar nicht diesen Satz vorhalten. Ich finde schon auch, dass zum Kontext dieses Satzes gehört auch das Datum. Das ist total wichtig. 7. Dezember 2020. Mhm. Da waren wir in einer anderen Situation, einer ziemlich verzweifelten Situation, als ein Jahr oder auch dann zwei Jahre später. Definitiv. Deswegen, das war der Moment, aus dem Sie zitiert haben, als all die Politiker sagten, oder viele Politiker sagten, Impfpflicht auf gar keinen Fall und niemals. Und meine Meinung war damals, ausgedrückt in diesem Stück, doch, darüber werden wir jetzt reden müssen, weil wir werden es alsbald brauchen, diese Frage, beziehungsweise dieses Mittel, das wir bei Masern selbstverständlich angewandt haben. Es gibt eine Masernimpfung. Deswegen sage ich, das Datum ist nicht unwichtig, um den Kontext zu verstehen. Heribert Prantl war hier in der Sendung einer der markantesten Sätze, die dazu gesagt worden sind. Mir war dieser Staat, der mein Staat ist, nie so fremd wie in dieser Zeit. Er war unbarmherzig und er ist mir manchmal unheimlich erschienen in der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Ist ein nachdenkenswerter Satz, finde ich.